So, hallo Freunde. Ich habe ja gestern ein Video hochgeladen, wie ich gezeigt habe, wie man ganz einfach die automatische Sicherung bei der FLAT deaktivieren kann. Wer das noch nicht geschaut hat, ich blende es oben rechts mal ein. Sich vielleicht das Video erstmal anschauen. Jörg Sprafe hat sich das Video auch angeschaut und hat dann wenige Stunden später bereits eine verbesserte Version von dieser Deaktivierung der Sicherung präsentiert. Naja, und ich habe es mir jetzt wiederum nicht nehmen lassen, das jetzt auch nochmal nachzubauen. Und es war jetzt auch gar nicht so schwer. Ich habe hier aus einem Blech mir das eben auch rausgeschnitten. Und es ist ganz gut gelungen. Also man sieht hier wiederum, wenn ich jetzt das zum Beispiel mal hier in der Trockensimulation mache, ohne dass ich jetzt hier einen Bogen und alles drin habe, wenn ich jetzt hier spannen würde, dann würde natürlich hier die Sicherung ja nach hinten geschoben werden, sodass sie dann in der gesicherten Position ist. Und wenn ich jetzt hier wieder zuklappe, das Ganze, dann ist die Sicherung wieder nach vorne gedrückt durch diesen Hebel hier. Und ich kann jetzt hier sofort abdrücken. Und was ist jetzt das Tolle daran? Naja, es ist jetzt eben so, dass die Sicherung trotzdem jederzeit manuell wieder eingelegt werden kann. Das war ja bei meinem ersten Versuch gestern nicht so. Aber hier kann ich jetzt hergehen und kann die Sicherung auch wieder einlegen. Dann ist hier der Abzug blockiert. Also nochmal ganz langsam. Ich würde hier spannen. Dann würde durch diese Hebel, die die Sehne zurückziehen, ja hier der Sicherungshebel nach hinten gedrückt auf die grüne Position. Und wenn ich dann wieder nach vorne komme, dann würde durch durch das kleine Blechstück der Sicherungshebel wieder nach vorne gepackt. Und ich kann sofort abdrücken, wenn ich will. Wenn ich das aber nicht will, dann kann ich trotzdem hier einfach die manuelle Sicherung wieder reintun. Und dann passt das Ganze wieder. Kann ja manchmal sein, dass ich dann doch nicht sofort abdrücken will oder dass es vielleicht ein Problem gab bei der Zuführung, wo es dann vielleicht sinnvoll ist, dann trotzdem schnell die Sicherung reinzumachen, wenn man hier vielleicht reingreifen muss. Naja, das war es dann eigentlich schon so als Update. Jetzt könnt ihr euch fragen, warum ist mein Sicherungshebel jetzt rot? Naja, es liegt daran, dass ich da natürlich jetzt ziemlich viel dran rumschneiden musste hier. Und da natürlich dann erstmal mal relativ scharfe Kanten dran waren und ich das nicht bei jedem Versuch dann erst wieder glatt gefeilt habe. Und dann hat sich das hier so langsam in den Sicherungshebel reingeschnitten. Dann habe ich hier so ein bisschen Tape rumgemacht, damit der hier geschont wird. Das denke ich aber, das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Schöner roter Sicherungshebel. Lasse ich erstmal dran. Also ich musste ja hier schon ein bisschen dran rumschnipseln. Man sieht ja hier die ganzen Millimeterchen, die ich jetzt von diesem Blech abgeschnitten habe, hier mit meiner guten alten Blechschere. Also ich habe jetzt hier ein Stahlblech genommen, was jetzt 0,7 Millimeter Stärke hatte. Das ist vielleicht sogar ein bisschen zu wenig. Ich würde vielleicht schon empfehlen, mindestens 1 Millimeter zu nehmen. Und wenn man dann eh einkaufen geht, dann kann man gleich ein schwarzes nehmen. Dann sieht das Ganze noch ein bisschen besser aus. Und das kann jetzt ja im Prinzip jeder relativ leicht nachbauen. Also man sieht hier auf dem Video ganz deutlich, wie die grundsätzliche Form sein muss. Das Loch, was hinten gebohrt werden muss, ist 5 mm im Durchmesser, damit diese Schraube da hinten durchpasst. Ja, und da vorne muss man dann sowieso ein bisschen rumexperimentieren, dass man die Form genauso hinbekommt, dass es hier eben noch so ist, dass die Sicherung sich einlegen lässt und trotzdem andererseits ich das aufklappen kann und das dann beim Zurückklappen wieder rausgeschoben wird. Ja, und alles, was jetzt noch fehlt, ist natürlich hier wieder diesen Spannhebel einzubauen. Und naja, das wird jetzt mit einer Hand ein bisschen schwierig werden. Aber der wird hier wieder reingeschoben. So geht das. So, und dann müssen wir da wieder hier diese kleine Klammer da drauf packen. Das mache ich jetzt aber nicht live. Das ist jetzt immer ein Gefummel. Naja, und dann funktioniert das Ganze schon wieder. Ja, wer die Schussvideos dazu sehen will, kann sich ja das Video von gestern angucken, was ich gemacht habe. Es ist im Prinzip ja genau das gleiche hier. Also, so haben wir jetzt eine Deaktivierung der Sicherung der FLAT, wo ich aber trotzdem die Möglichkeit habe, die Sicherung manuell einzulegen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.